Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Parkshow, meine lieben Freunde. Mensch, das finde ich, ich finde das toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist mir eine Freude. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ihr immer noch interessiert seid an der Parkshow. Es kann ja auch sein, dass irgendwann mal das Interesse so ein bisschen abflacht und die Leute sagen, ach komm. Nee, eigentlich kann das nicht sein, weil ich finde, eine Parkshow kann eigentlich ewig weitergehen, solange der Typ, der die Parkshow macht, Bock drauf hat, habe ich, und es genügend Parks gibt, die man zeigen kann. Ob sie jetzt nun High-Class sind, also ich meine jetzt absolute High-Class, so wie letzte Woche Markus und Laras Park, oder eben MPC, Pixel West, Hannibal und wie sie alle heißen. Ich will jetzt hier keinen vergessen, aber ich kann jetzt hier auch nicht eine halbe Stunde labern. Ne, die machen die ganzen High-Class-Parks. Aber es gibt so viele Parks, die man sich trotzdem anschauen muss und kann. Und wir hatten das ja in letzter Zeit jetzt häufiger, dass so viele kleine Parks, die kein Mensch kennt, so toll sind. Und diese Perlen rauszusuchen, das freut mich immer. Und ich hoffe, heute wird es wieder einmal der Fall sein, dass wir eine Perle vor uns haben. Denn heute sind wir eben, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln, Balalaland von Balala. Ich glaube, das ist richtig. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier heute erwartet. Wir sind natürlich hier wieder im Tunnel, drehen uns mal, wenn es denn geht. Und ja, Leute, es ist Piratentime. Ja, wir sind im Piraten-Setting, ja, oder zumindest im Karibik-Setting. Das würde ich doch mal sagen. Tropisch vielleicht auch so ein bisschen. Wir werden sehen. Also hier auf jeden Fall schon mal sehr minimalistischer Eingang in dem Falle. Einfach hier überall nur diese Holzkonstruktionen, die so ein bisschen aussehen wie, weiß ich nicht, Waterworld, ja, dass man da gar nicht lang gehen kann, weil das sonst zusammenbricht. Ja, alles sehr, sehr vage und nur einen Eingang, aber warum denn auch nicht? Warum denn nicht mal einen kleinen Eingang, ja? Warum? Warum sollte man das nicht mal machen? Und das macht der gute Balala. Und da bin ich doch mal gespannt, was uns hier heute erwartet. Alter, guck mal hier hinten, riesiges Nilpferd oder was? Krass. Hat er hier einfach modelliert. Das erwartet einen hier. Und hier ist das Richtige. Ja? Ich finde das witzig. Weil wenn er jetzt das Maul zumacht, dann kann man gucken einen beide an. Ach, guck mal, hier unten ist auch noch. Also es scheinen sehr viele hier zu sein. Ist da hinten auch noch. Ja, ja. Also, gucken wir mal, was uns hier heute erwartet. Ein sehr, sehr kleiner Eingang. Erstmal direkt Toiletten, klar. Man muss hier erstmal ein bisschen erleichtern. Und hier ist direkt eine riesige Warteschlange. Die uns hier wohin führt? Ach! Guck mal, direkt so eine riesen Warteschlange für so ein Kinderkarussell. Respekt. Also das muss man auch erstmal schaffen, liebe Freunde. Respekt. Aber, und da muss ich jetzt direkt Kritik anmahnen, was soll denn das hier? Was soll das denn hier? Hier kann man ja wohl einen Stein zwischenkloppen, damit man das nicht sieht. Ach Leute, ey. Meine Güte, echt. Das muss man ja wohl, das weiß man doch. Ja, das weiß man doch. Naja, aber ich muss dazu sagen, er hat sich jetzt nicht für die Parkshow beworben. Deswegen, und er kennt mich wahrscheinlich auch überhaupt nicht und wird niemals rausfinden, dass ich eine Parkshow über seinen Park gemacht habe. Deswegen sei das verziehen in dem Falle. Leute, die sich für meine Parkshow bewerben und aktiv, ja, die Säulen nicht verdecken, ja, die kriegen die Hucke voll. Die kriegen die Hucke voll, meine lieben Freunde. Da kenne ich ja überhaupt kein Pardon. Also, jetzt haben wir hier so eine, ich setze das jetzt mal in große Anführungsstrichen, Main Street. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, oh Gott, hier kommen schon Coaster auf uns zu, ich sehe es schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Flair schön. Hier hinten so ein riesiger Baum, hier so kleine Hütchen überall. Ich finde das Flair schön, das gefällt mir einfach. Ja, das gefällt mir. Baobab-Twist, was ist denn der Baobab-Twist? Ist es da oben das? Oder was ist der Baobab-Twist? So, hier geht's zu den Ruins. Ach genau, er hatte nämlich auch geschrieben, dass er drei Themengebiete innerhalb dieses großen Themenkomplexes hat. Nämlich Oil Grounds, The Ruins and Savannah Village. Und die werden wir uns natürlich jetzt nacheinander mal anschauen. Wir gehen natürlich, wie gehabt, in unserem Uhrzeigersinn. Er scheint auf jeden Fall Gefallen hier an den Flusspferden zu finden. Das ist offensichtlich sein Ding. Das ist sein Ding. Es freut ihn. Ja, es freut ihn. So, hier das Kinderkarussell-Ausgang. So, dann wird es hier jetzt auch schon trockener. Ich finde, hier kann man natürlich jetzt einfach mal ein paar Bäume hinsetzen, damit man jetzt hier nicht so auf die Landschaft guckt. Wobei vielleicht, warum nicht, schon wieder Toiletten. Also sehr, sehr viele Toiletten, Shops. Ah, und dann geht's hier rein. In die Ruinen. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall, der Park ist tatsächlich nicht so am Ruckeln. Also er hat wahrscheinlich nicht ganz so viele Teile verbaut. Weil ich habe hier 7000 Leute ungefähr drin und es geht noch. Also es läuft relativ flüssig, wenn ich
wenn ich da an Laras und Markus Park von letzter Woche denke, wenn da 7000 drin gewesen wären, ich hätte meine Kamera nicht bewegen können. Ja? Leute, hier sehr schöne Shops. Was allerdings, das ist hinderlich. Das sieht vielleicht schön aus, aber muss man so machen, dass die Leute nicht unbedingt durch diese Sachen durchgehen. Auch hier, sie stehen jetzt in der Mauer drin. Kann man mal beachten. Kann man mal beachten. Muss man natürlich nicht. Kann man. Auf jeden Fall auch hier. Ich finde den Ausblick einfach schön. Hier so eine schöne Ruine. Überall schöne Bäume. Es ist bunt. Hier irgendwie so eine komische Mauer. Und ja, die Coaster, da bin ich echt mal gespannt drauf. Was tatsächlich jetzt hier kompletter Wahnsinn ist und komplett unrealistisch, ist die Stützenanlage. Hier ist keine Stütze an diesem Looping. Das hält so nicht, liebe Freunde. Der würde einfach so runterbiegen. Ja? Und der hier auch, nach da. Von daher, wenn es die Stützen halt nicht in dem Spiel gibt, dann immer der große Tipp, baut sie selbst. Ja, mittlerweile gibt es schöne Stützelemente, die ihr benutzen könnt, um hier eine wunderschöne Stütze hinzubauen. Und dann macht das Ganze auch schon wieder Sinn. Ist nicht viel mehr Arbeit, sieht aber viel, viel realistischer aus. Ja, das macht schon mal viel aus. Und jetzt, babam, Brillis Horror-Element. Leute, ach Gott, dazu sage ich nichts mehr. Gehen wir lieber wieder hier hoch. Eieieiei. Auf jeden Fall sehr, sehr gut besucht, der Park. Wir gucken mal, wie es weitergeht hier. Also wir sind jetzt hier eher so im flachen Land, aber sehr, 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 sehr üppig gestaltet. Sehr, sehr grün. Hier eine große Tempelanlage. Oh, und hier ist die Raftinganlage, liebe Freunde, ja, in dieser großen, im großen Tempel. Sind diese Bäume hier eigentlich, gibt's die? Nee, die sind selber gemacht. Die sind selber gemacht mit so einem Baum und da ganz vielen Wurzeln drunter. Finde ich eine gute Idee. Das finde ich eine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob es die schon gibt oder so, ob er die selber erfunden hat, aber das finde ich echt cool. Gucken wir uns die Rafting-Anlage hier mal an. Also, hier geht's erstmal los. Und dann hier schön erstmal in die Höhle rein hier. Sehr gut. Und dann hier erster kleiner Lift-Hill. Ach, ist das grün hier. Ist das grün. Und überall Flusspferde. Überall. Hierbei, ja, könnte eine kaputte Ruine sein. Finde ich, hätte man aber auch einfach die Wand hier, ja, die hätte man weglassen können. Ja, und dann hier so die Ruine fertig machen. So sieht es ein bisschen komisch aus irgendwie. Bisschen komisch sieht's aus. Ich hab das Ding hier halt angeklickt. Ich will das mal wieder wegmachen. Dankeschön. Hier, das finde ich cool mit der Schlange, die sich hier auch hier so rauswindet aus der Höhle. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch hier der Blick. Also es ist schon schön. Ich warte mal zu behaupten, es ist vielleicht nicht so schwer, ja, sagen wir mal jetzt hier dieses Areal zu bauen. Weil es viele Teile einfach gibt. Das sind nicht viele Teile. Also, ne, hier, das ist ein Teil, hier, das ist fast schon, das sind, glaube ich, nur zwei Teile. Ja, also es ist vielleicht nicht so schwer. Das gebe ich ja gerne zu. Es gibt manche Views, ja, wo man sagt, ja, das sieht mega geil aus. Aber letztlich steckt da jetzt auch nicht so viel dahinter. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber es sieht trotzdem einfach schön aus. Und ich finde das ja auch geil, dass man hier einfach mal richtig krasse, ich glaube, das ist die krasseste Abfahrt, die ich in der Rafting-Anlage bis jetzt gesehen habe. Alter Schwede. Schön hier an der Lava vorbei. Tatsächlich aber auch sehr langsam kommt man hier irgendwie an. Weiß nicht, ob das realistisch ist vom Speed her, aber da kann er ja nichts für. Ja, ja. Dann hier schön wieder ins Grün. Also das, wie gesagt, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schön hier behangen, diesmal die Lianen richtig verwendet. Sehr gut. Ein sehr, sehr langer Tunnel. Da würde ich mir ein bisschen mehr Theming noch wünschen. Aber jetzt kommen wir in ein bisschen mehr Theming. Schön mit Alligatoren hier. So eine schöne Höhle hier. Why not? Aber die ist echt lang. Alter Schwede, da fährst du den Wolf. Also die ist wirklich echt nicht kurz. Muss man mal sagen. Ich glaube, das ist der dritte oder vierte Lift-Hill, den wir in dieser Bahn haben. Aha. Und dann geht es aber wieder zurück. Also, eine schöne Bahn. Also optisch, wie gesagt, gefällt mir die sehr, sehr gut. Und da hat er sich auf jeden Fall Mühe gegeben. So, was haben wir hier? Wir haben hier wieder Shops. Sehr, sehr viele Shops hier in dem Park. Das muss man schon mal sagen. War das jetzt schon alles hier bei den Ruins? Da gibt es doch noch die Achterbahn hier. Wo geht's denn da rein? Wir wollen jetzt auch mal eine Achterbahn fahren, liebe Freunde. Wir gehen jetzt hier einfach mal über den See, illegalerweise. Und schauen mal, ob wir hier... Ach, guck mal, hier ist der Freefall Tower. Ja, und das hier auch. Es tut mir leid, ja. Es tut mir einfach leid, aber das sieht scheiße aus. Das sieht komplett scheiße aus. Hier, von... Das ist die Stütze, die erste. Bis hierhin. Das ganze Stück soll schweben, oder was?
Leute, das sieht scheiße aus. Das macht alles kaputt, wirklich. Mir macht das alles kaputt. Ach, Leute, da muss eine Stütze gebaut werden. Eine Custom-Stütze. Hier einfach ran, bam, runter, fertig. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Das sieht man doch auch, dass das nicht schön aussieht oder nicht realistisch. Also entschuldige mal. Ach, nee. Wo geht's denn da bitte rein in die Achterbahn? Wo ist denn hier? Aha, hier. Das ist der Ausgang natürlich wieder, Brilli. Eieieiei, wie immer. Egal, wir fahren jetzt mit der Hengi. Das mit der Real Ascent. So, ich mache direkt Testen, damit ihr alle weggeht und euch richtig abnervt. Und, Martha, wie geht es dir? Wie sieht's aus? Hast du Bock? Knöpfe drücken? Ich hab doch auf Testen gedrückt! Ich verstehe dieses Spiel manchmal einfach nicht. So, wie sieht's jetzt aus? Martha! Du drückst es nicht. Wir sind kein Wagen jetzt, oder? Doch. Jetzt gehen die Türen zu. Geht es jetzt mal los? Entschuldige, Martha. Kannst du jetzt bitte das Knöpfchen drücken? Aha. Na, dankeschön. Also, manche, ich verstehe dieses Spiel. Dieses Spiel... Ich weiß es nicht. Es ist manchmal komisch. Boah, krasser Lift hier auf jeden Fall. Sehr, sehr steil und offensichtlich sehr, sehr hoch. Ich habe ein bisschen Schiss. Hier oben auf jeden Fall schon mal krasser... krasses Movement. Ich habe ein bisschen Schiss, tatsächlich. Wenig Stützen. Also, hier ist überhaupt keine Stütze. Alter, mein Herz. Alter, hier ist überhaupt keine Stütze. Oh Gott. Ja. Ich meine, es fährt sich ganz okay. Ja, es fährt sich ganz smooth. Hier und da die Hills trotzdem ein bisschen zu rapide. Hier das... Nee, da brichst du dir sämtliche Gliedmaßen. Aber sowas von. Jetzt die beiden Loopings, die wegknicken nach links und rechts. Alter Schwede. Also es ist zu viel Speed, letztlich. Also da könntest du mal gut und gerne 15 bis 20 Meter vom Lifthill wegnehmen. Dann hast du hier diese ganze Bremsgedöns nicht. Du hast nicht, dass du dir alles brichst. Ja. Also, wie gesagt, also hier dieser Teil, wo ist der? Da ist komplett Schicht im Schacht. Hier. Diese Strecke hier. Ja, diese Gerade, tot. Einfach tot. Man ist tot danach. So. Ach, hier haben wir auch noch. Das finde ich, wie gesagt, auch schön. Ja, das hier, das sieht einfach schön aus, wenn man hier mal so durchguckt. So. Oder? Hier mit der Ruine im Hintergrund, die Achterbahn im Hintergrund. Das sieht schon alles auf jeden Fall schön aus. Das muss man sagen. Aber das Achterbahndesign, entschuldige. Also da riecht man sich, wie gesagt, sämtliche Knochen. Wir gehen da hinten mal wieder hin, über die Brücke. Wir wollen natürlich hier unseren Weg fortsetzen. Haben wir da eine Wasserachterbahn? Das ist ja spannend. Und natürlich hier wieder der Ausgang. Hier, Enterprise. Sehr gut. Sieht man auch immer seltener irgendwie. Und vor allen Dingen hier mein Enterprise jetzt nicht im Space-Thema. Also, finde ich auch mal gut. Finde ich auch mal gut. So, hier ist, glaube ich, Eingang. Eieieiei, die ist ja auch wieder gut besucht hier. Über die Stützen sage ich jetzt nichts. Aber er hat es mit den Lift-Hits. Das ist viel zu krass. Die sind viel zu krass hoch. Also, der ist wahrscheinlich auch wieder zu schnell, der Coaster. Wage ich jetzt schon mal. Hippo-Splash. Wage ich jetzt schon mal zu sagen, dass er zu schnell ist. Und auch der Lift-Hill an sich ist... Alter! Wie oft muss ich denn bitte hier draufdrücken, dass die Bahn geschlossen wird? So. Mann! Luise, drück mal das Knöpfchen jetzt. Ich will jetzt hier los. Hallo? Luise, ich hab's dir gesagt. Mach keinen Spaß jetzt hier. Ey, ich verstehe es nicht. Die stehen hier, ich hab's auf Test und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. So, es ist zu. So, Test es an. Niente. Nothing. Not. Hallo. Ah, Gott, jetzt!
Ja gut, zum Glück ist da eh ein langer Lift-Hill. Sind wir jetzt direkt oben hier. Ja, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist für eine Wasserachterbahn auch viel zu hoch. Alter Schwede. Oder bin ich hier zu schnell unterwegs? Nein, das ist Normalspeed, Leute. Ich bin nicht zu schnell unterwegs. What the fuck? Der erste Splash war das, was war das denn? Ich meine ganz ehrlich, Balala hat auch geschrieben, dass die Achterbahnen jetzt nicht komplett realistisch sind. Das ist ja auch okay. Ich meine, man hat ja Spaß. Ich habe ja auch Spaß. Aber mein Bewertungskonzept ist halt so ein bisschen anders. Und ich habe hier Spaß, keine Frage. Und ich finde es witzig. Aber es ist halt hier, guck dir mal den Lift-Hill schon wieder an. What the fuck? Es ist halt eine Wasserachterbahn so. Und das soll halt auch eine Wasserachterbahn sein. Und das hier ist halt eine Wasserachterbahn, wo gedacht wurde, dass sie eine mega krasse Hyper-Achterbahn ist, ja. Und das ist halt am Ziel vorbei, meine Lieben. Muss mal sagen. Alter Schmiedenmann. Sehr gut. Alter, und nach außen gedrückt auch noch. Die Kurve ist nach außen gewölbt. Und zack, bumm. Einfach mal. Sehr gut. Alter Schwede, ey. Sehr, sehr gut. What the fuck? So, hier haben wir den Normalspeed dieser Achterbahn gerade mal. Und der nächste Lift-Hill, auch untypisch für eine Wasserachterbahn irgendwie. Muss man sagen. Oh Gott. Die Splash-Zone viel zu kurz. Warum lässt du sie nicht lange? Also länger. Wei, oh wei, oh wei. Also da auch, also jetzt wirklich komplett am Ziel vorbei. Und hier wieder nach außen gewölbt. Warum? Ich glaube, er hatte wirklich Spaß hierbei. Ich glaube, er weiß selber, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, er weiß selber, dass diese Achterbahn komisch ist. Ich verstehe auch nicht, warum die diese Wertungen hat, ganz ehrlich. Da ist dieses Spiel tatsächlich ein bisschen schlecht, muss man mal sagen. Also was diese Wertungen angeht, das ist ja komplett hanebüchen. Diese Bahn ist komplett an dem vorbei, was diese Bahn ist eigentlich. Ja. Aber okay. Oh. Sowas. Das hier ist schön. Ich habe noch nie so viele dieser Bauten gesehen irgendwie. Und er hat das hier schön arrangiert. Das sieht irgendwie cool aus. Ich weiß auch nicht, ja. Das gefällt mir hier wieder. Also es gibt durchaus hier richtig schöne Sachen. Ach, guck mal hier, sogar ein Autoscooter ist da. Hier das, der Kettenkarussell Tower ist natürlich auch mit von der Partie. Hier haben wir Highland Craze. Was ist das? Ist das die Achterbahn? Da will ich nicht hinsehen. Ja, das ist eine Achterbahn. Sehr gut. Damit wollen wir natürlich jetzt direkt fahren. Jetzt bin ich heiß. Ich bin gespannt, welche Achterbahn die beste ist. Also die gerade war natürlich Tiefpunkt. Ey. Drück jetzt das Knöpfchen, es ist auf Test. Ich verstehe es nicht. Wie oft muss man denn hier drauf drücken, dass das resettet wird? Ich drücke jetzt wie 100 Mal hier drauf, wirklich. So, Test. Will sie drücken. Es geht, es funktioniert einfach nicht. Auch hier, grüne Bewertung wieder. Nee, ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Wirklich nicht. Jetzt geht's nämlich los auf einmal. Warum? Wow, schöner 90-Grad-Winkel hier, Lift Hill. Wobei das vom Speed her, glaube ich, gehen könnte. Alter. Sehr schön gefilmt hier auf jeden Fall. Das sieht richtig cool aus. Und das ist jetzt bis jetzt eine Top-Achterbahn. Also beim Speed alles perfekt. Boah. Alter Vater. Ein, zwei Elemente, die jetzt hier nicht sein müssen. Aber vom Speed her ist die top. Ja. Und da kommt der... Weiß mal gar nicht, ob man das überhaupt
gebraucht hätte, so eine krasse Beschleunigung jetzt. Und dann direkt wieder abgebremst. Für diese beiden Loopings setzt sie einfach näher an den, dann brauchst du die Beschleunigung nicht mehr. Auch wenn das natürlich ein schöner Effekt ist, aber ist unnötig. Dieser Effekt ist halt unnötig. Der Effekt ist umso besser, wenn er nötig ist. Aber ansonsten bis jetzt die beste Achterbahn. Auf jeden Fall. Macht mega viel Spaß. Definitiv. Also da hast du, die ist auf jeden Fall gut. Die gefällt mir. Die gefällt mir. Vor allem, wie gesagt, das ist bei allen Achterbahnen von dir der Fall. Naja, wobei, man sieht die hier schon so ein bisschen. Aber die hier ist fast komplett versteckt. Und das, wie gesagt, kennt ihr ja von mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Und überhaupt das Theming hier, ja gut. Hier, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel, was über den Weg auch rang. Dann guckt euch das mal an. Gut, die Achterbahn hier ist vielleicht sehr, sehr, oh Gott, da kommt noch was auf uns zu. Aber das hier sieht einfach schön aus. Das kann man mir ja nicht erzählen. Das kann man mir ja nicht erzählen. Hier schöner Wasserfall. Überall kleine Häuschen. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, liebe Freunde. Und ein riesiger Skorpion. Ist das hier? Ich glaube, das ist der, ne? Ja, ja. Das ist der Kettenflieger. Wollen wir jetzt nicht hin. Food and refreshing drinks. So. Hier fährt auch irgendeine Achterbahn lang. Da ist auch noch eine. Also es sind schon ein paar Achterbahnen hier. Da ist das Happy Hippo. Welche ist das denn hier? Wo, bin ich da schon wieder dran vorbei? Alter, wie lang? Also wir sind gespannt. Hier jetzt so ein bisschen Steampunk-mäßig. Kettenkarussell. Ich weiß nicht. Ich muss mir jetzt mal kurz einen Überblick verschaffen. Wo waren wir jetzt? Wir sind hier hinten überall lang. Alter, was ist das denn für ein Riesencoaster? Ich habe den nur mal gerade angeklickt. What? Sind hier lang? Sind da lang? Was hier haben wir gesehen? Also sind wir hier schon richtig. Ich muss mir halt ein bisschen Überblick verschaffen. Hier geht's rein in den. Das ist auch noch mein Coaster? Also so ein Schwingi ist das. Ich bin gespannt. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Ich gehe jetzt einfach rein. Wir sind auch noch im richtigen Waggon. Ich hoffe, dass die Leute jetzt schnell zu und absteigen. Und die gute Tyra, die drückt jetzt gleich das Knöpfchen hier, oder Tyra? Yes! Endlich funktioniert das mal. Gar nicht mal so hoher Lift Hill bis jetzt. Bin gespannt. Alter, der Looping da hin. Ach du Scheiße, gehört das zu dieser Bahn hier? Nee, oder? Das ist eine andere Bahn. Das ist eine Beschleunigungsbahn. Ja. Also Speed ist in Ordnung. Tatsächlich. Kriegt man auf jeden Fall mit, dass diese Bahn schwingt. Sagen wir mal so. Schöne Explosionen hier überall getimt. Ja, der Lift Hill hier viel zu früh. Guckt euch das an. Ihr fährst ja fast hoch. Viel zu früh. So. Und der nächste Release hier. Also der Coaster macht auf jeden Fall... Oh Gott. Aber das ist gar nicht mal... Bei dem Coaster nicht mal so schlimm. Die Kurve nach außen zu neigen. Weil du hast ja den... Das tariert sich ja aus. Dadurch, dass sie frei schwingend sind. Viel zu viel Speed. Viel zu viel Speed für das Ende dieser Bahn. Wow. The Pit. Also, die ist jetzt auch nicht so gut. Macht natürlich wieder Spaß, aber... Eieieiei. Also das mit den Lift-Hits muss dann nochmal überarbeitet werden, ganz ehrlich. So, hier haben wir The Machine. Auch da, natürlich. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr voll. Ja. Was ist das da oben? Was ist das hier? Auch überall so Maschinen. Schon sehr, sehr cool. Oil Fever. Aha. Ich glaube, das ist der große Woody, oder? Das ist der große Woody. Sehr cool gemacht hier übrigens. Mit der Nebengleise und den großen Zügen. Und gut, man hätte das jetzt noch ein bisschen höher bauen können. So sieht es ein bisschen komisch aus. Weil das Dach direkt an den Zug angrenzt. Sind wir hier richtig? Nee, oder? Wir nehmen lieber den. Wir nehmen lieber den. Der wird ja jetzt auch direkt besetzt werden. Oder? Und dann geht es hier auch noch los. Würde ich jetzt mal sagen. Mario?
Mario, Mario, drück das Knöpfchen, Mario. Mario, Mario, drück das Knöpfchen, Mario. Komm, Mario, wir sitzen hier, hallo! Psst. Sag mal dem Mario Bescheid, er soll das Knöpfchen drücken. Hey, Mario, drück das Knöpfchen! Na los! Mario, hast du gehört? Du sollst das Knöpfchen drücken jetzt! Der Wagen ist doch voll, kannst du mir nur nicht erzählen, Mario. Oh, komm schon. Jedes Mal das Gleiche. So, hier geht's erstmal runter, nicht direkt zum Lifthill. Sehr schön. Hier tatsächlich endlich mal richtig gethemed alles hier. Oh, und dann kommt er. Ein riesiger Lifthill, meine lieben Freunde, ey. Boah, der ist aber auch schnell. Der ist richtig schnell, der Lifthill. Der ist nämlich richtig hoch. So, erstmal erster Hill, also First Hill. Und jetzt hat man schon ordentlich Speed. Kriegt hier jetzt Airtime geboten. Sehr schön. Wow. Hier kommen schon die Bremsen. What? Also man wird hier immer abgebremst. Man hat es selber gemerkt. Eieieiei, da geht keiner drauf, wenn hier die Bremsen nicht. Das ist genau das. Er hat wahrscheinlich die Bahn gebaut. Geht keiner drauf. Die Werte viel zu krass. Und dann einfach überall Bremsen einbauen. Ja, aber so geht's nicht. Du musst, wenn, dann die Bahn umbauen und nicht einfach Bremsen einbauen. Aber ich finde den echt cool. Also, der ist schön gethemed. Der macht Spaß. Hier kriegt man schön die Explosionen um die Ohren. Mein lieber Scholli. Also das ist schon was. Geneigte Kurve die ganze Zeit gerade. Und dann geht's auch schon. Also, wie gesagt, für diesen riesen Lifthill, wie gesagt, das kann man auch einfach ein bisschen gediegener machen. Hier schon quasi abbrechen. Und dann hast du ein schönes Tempo und dann geht das auch alles. Und dann hast du richtig schöne Bahn. Aber wie gesagt, ich sag's jetzt nicht 100 Mal, aber es hat ja trotzdem Spaß. Ach, guck mal, hier der Indiago, der ist auch da, zusammen mit der Schiffschaukel. Also Hoch- und Schnellfahrgeschäfte, sehr, sehr gut und sehr, sehr viele. Das gefällt mir natürlich. Hoch- und Schnellfahrgeschäfte, habe ich gerade gesagt, oder? Rundfahr meine ich natürlich. Schnellfahr haben wir ja auch, definitiv. Definitiv. Und ich finde das hier mit diesen ganzen Rädern, das gefällt mir. Auch wenn das hier komplett unlogisch ist. Wenn man Zahnräder kennt, so nicht. So, was haben wir hier? Was ist das denn? Ist das schon wieder eine Achterbahn? Oh, ich glaube, das ist die, auf die ich sowieso wollte. Das ist die lange. Valhalla Rush. Ach, scheiße. Wollte ich gar nicht. Nein, 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 nein. Ja. Ja, 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 ja. Bitteschön. Lotte, drückst du? Komm, bitte. Bitte, auch wenn ich jetzt aus Versehen auf Test gedrückt habe. Ach, bitte, drück das doch einfach jetzt. Leute! Knöpfchen! Ist dein Ernst, Leute? Ich harre jetzt hier aus. Da! Hat sie jetzt gedrückt? Ist da irgendwas, ist da passiert gerade? Ist doch gerade was passiert, oder, Rainer? Naja, was ist denn passiert? Irgendwas ist passiert. Aber ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Rainer, wovor denn? Naja, ich war schon auf den anderen Achterbahnen hier und die waren schon ein bisschen heftig. Die waren schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Aber er gibt sich doch Mühe, also es macht doch schon Spaß. Ja, es ist schon Spaß, aber als ich in den Park hier gegangen bin, hatte ich noch eine ganze Frisur. Okay, Rainer. Das ist krass. Lotte! Was ist los mit dir? Jetzt reicht's mir hier schon wieder. Guck, ich drücke gerade 100 Mal auf Rot. 100 Mal! Es passiert nichts. So, jetzt ist was passiert. Und jetzt habe ich den Rainer natürlich rausgeschickt, der sehr gerne hiermit fahren wollte. Aber es passiert wiederum nichts. Jetzt! Rein! Nein! Oh. Schade, Rainer. Ich wäre gerne mit dir zusammengefahren. Hier erstmal schön Airtime. Ach Gott, sie gehen direkt auf den Kopf.
Aber finde ich gut. Das ist eine coole Kurve gewesen. Und das ist hier eine, auf jeden Fall wird er ganz viel beschleunigen. Überall. Schön hier in die Höhle rein. Also sie hat einen guten Speed. Sie hat einen guten Speed. Und sie ist smooth und macht Spaß. Jedoch sind natürlich die Brems- und Beschleunigungsblöcke jetzt gespeichert. Hanebüchen, muss man sagen. Das macht keinen Sinn. Er hat, und das muss man leider so sagen, er hat's raus im Theming. Er macht richtig schöne Sachen. Aber Achterbahnbau und den sinnvollen Achterbahnbau, null. Muss man einfach sagen, null. Hat er nicht raus. Er hat kein Gefühl dafür, was Sinn macht und was nicht. Und jetzt hier, what the fuck? Ich meine, das ist cool. Er ist so ein riesen Looping einfach. Aber echt krass. Da hat jetzt der Beschleunigung auch mal Sinn gemacht. Aber das hier jetzt zum Beispiel, don't know. Er will halt seinen Coaster durchziehen, den er sich da wahrscheinlich hingebaut hat und testet dann. Und dann schafft der Wagen es irgendwo nicht rüber oder ist zu schnell oder sonst irgendwas. Und dann baut der Bremsen oder eben Beschleunigungsstreifen ein. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Alter, hier wirst du auf jeden Fall durchgewirbelt, mein lieber Scholli. Du stirbst nicht, aber du bist auf jeden Fall danach nicht mehr zurechnungsfähig, würde ich sagen. Ist auch cool gefilmt. Also es hat so ein bisschen was hier gerade von so einem Star Wars Racer irgendwie. Anakin, Vorsicht! Oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Star Wars. Ihr wisst es. Ihr wisst es, ich muss es nicht jedes Mal weg. Aber Anakin gab's schon, oder? Oder ist der Star Trek? Jetzt ziehe ich hier vollkommen den Hass auf mich. Liebe Leute. So, jetzt hier. Boah, das ist cool. Ja, das ist cool. Soll dieser Beschleunigungsstreifen, dieser riesige? Man weiß es nicht. Ist aber, das ist auf jeden Fall, ich glaube, von der Länge her ist das, glaube ich, mit der längste Coaster, den wir gefahren sind, oder? Zumindest in einem Park. Wir hatten natürlich schon einzelne, die vielleicht länger waren. Was weiß ich, der Alien-Ding oder so, aber das ist schon für so einen Park, in dem wir waren. Mein lieber Gesangsverein. Hier, das sieht mega geil aus, muss man sagen. Diese Piratenstadt hier. Hier schön über den. Das hat er gut getimt. Muss man sagen. Genau über Kopf, über den Weg, finde ich gut. Und die nächste Beschleunigung hier. Alter, was ein Coaster. Was soll dieser Huggel da drin? Sehr krass. Sehr, sehr krass. Oh, 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 ich ahne Schlimmes. Oh, und Halswirbel gebrochen, meine lieben Freunde. Stationseinfahrt, Halswirbel gebrochen. Nochmal kurz vor Ende den Tod geholt. Aber okay. Aber okay. Also, wie gesagt, macht natürlich Spaß, aber das ist ja komplett Hanebüchen, muss man sagen. So, ja, auf jeden Fall schön gethemed, ja. Überall schöne Shops. Ich finde da, also Theming hat er auf jeden Fall raus. Das ist nicht das High-Class-Theming, das habe ich ja schon gesagt. Und ja, hier die Stützen, alter Schwede. Aber es hat alles hier irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß und es sieht schön aus. Alter. Der Looping, geil. Der sieht einfach mega aus. Oh, ich muss mal gerade hoch, weil ich meine, wir hatten noch eine Achterbahn nicht, die ich eben gesehen habe, während wir gefahren sind. Wo ist die? Wo war die denn? Ich habe doch gerade irgendeine... Oder hatten wir die doch? Ach doch, das war die hier. Ja, ja, nee, die hatten wir ja. Entschuldigung. Habe ich mich verguckt. Hier auch. Frisbee ist natürlich auch da. Mindtrain. Alleine das hier für so ein Schwingi, ja, ist schon geil. Das ist schon geil. Über allem thront hier der riesige Woody. Und natürlich das riesige Nilpferd. Definitiv. Waren wir hier denn drauf? Nee, ne? Hier waren wir doch noch gar nicht. Das war vielleicht die ich gerade gesehen habe. Ja, das war die auch. Hier wollte ich drauf, liebe Freunde. Die ist ja relativ am Anfang irgendwie. Habe ich die übersehen? Oder sind wir da dran vorbei? Wir sind hier direkt lang, ne? Na gut, dann
Gehen wir hier mal gerade drauf. Die haben wir ja noch nicht. Das ist Kinderachterbahn. Also Wilde Maus, Kinderachterbahn. Also nein, das ist Wilde Maus drauf. Spinning Coaster links. So, können wir da bitte. Nein. Ja. Dankeschön. Ich weiß nicht, wer den Knöpfchen gedrückt hat, aber vielen lieben Dank dafür. Da bin ich doch sehr, sehr froh, dass wir das jetzt hinter uns haben. So, Lift Hill hier vollkommen. Boah, es geht aber irgendwie direkt ab. Und man weiß nicht, wo man ist. Alter, direkt auch wieder. Knochenbrüche noch und nöcher. Liebe Freunde. Eieiei. Ich find's super. Ich find's gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dagegen ist Woostown im Phantasien eine Kinderveranstaltung. Oh, vor allen Dingen jetzt direkt schon wieder im Ziel. Wow, das musste man machen. 50 Meter Achterbahn, aber so ein Lift-Hill. Was ist mit dieser Achterbahn los? Das ist auf jeden Fall die krasseste. Das ist auf jeden Fall die kürzeste, aber auch die krasseste. Er hat versucht, hier noch den Speed rauszunehmen mit den Bremsen hier. Hat aber nicht funktioniert. Ich find's super, ey. Ich find's super. Wow. Leute, ich bin geflasht. Also der Park, also es hat mega Spaß gemacht. Definitiv. Aber ey, wow. Das sind Achterbahnen, du. Da musst du hart gesotten sein. Da musst du hart gesotten sein. Wow. Liebe Freunde, ey. Krass. Krass, krass, krass. Oh Gott, ich muss mich hier kurz mal erholen, ey. So, machen wir eine Bewertung. Machen wir eine Bewertung. Muss natürlich sein. So, wo ist denn mein Bewertungsschema? Hier. So, dann drehen wir das Ganze doch auch mal. Hallo? Was ist hier los? Wieso kann ich nicht... Was ist denn das? Haben Sie hier irgendwie wieder was geändert? Normalerweise... Ah, jetzt. Irgendwas war gerade komisch. So, dann machen wir hier mal die Bewertungstafeln hin und suchen uns mal gerade den Narren. Narr. Goldener Narr. So, dann gucken wir da mal. Also. Realismus. Also ich finde, tatsächlich, bis auf die Achterbahn, ja, ist der Park eigentlich nicht so sehr unrealistisch. Würde ich jetzt mal so sagen. Es sei denn, ihr seid da jetzt nicht mit mir konform. Aber die Achterbahn, die hauen natürlich ein bisschen was raus. Ja, die machen eine Kante rein. Aber ansonsten würde ich den Park in Sachen Realismus doch schon 7 Narren geben wollen. Also ich finde, die ganzen Bauten, die er gemacht hat, das Theming zusammen natürlich mit den Hoch- und Rundfahrgeschäften, vollkommen legitim. Und die Achterbahnen sind da jetzt mal 3 Punkte Abzug. Also die nehme ich jetzt mal raus. Ja? So, an Attraktionen. Also, fangen wir von vorne an. Er hat Hoch- und Rund- und Kinderfahrgeschäfte. Alles ist da. Das sind schon mal auf jeden Fall 5 Narren. Ja? Was ich jetzt... Er hat sogar eine Wasserbahn. Sind 6 Narren. Sind 6. Was ich vermisse war, oder vielleicht habe ich sie auch nicht entdeckt, das kann natürlich auch immer sein, irgendeine Slowfahr, also so ein... hier, wie heißt denn das? Halt ein Dark Ride wegen mir. Ja, ein Langsamfahrgeschäft, wo man sich das Streaming anguckt. Das gab's jetzt hier nicht. Ja, und in Sachen Achterbahn gab's keine Kinderachterbahn. Es gibt nur krasse Coaster, wo Erwachsene drauf sollten, die sehr, sehr starke, eine sehr, sehr starke und ausgeprägte Nackenmuskulatur besitzen. Ansonsten ist da eben eher wenig, was das angeht. Deswegen gebe ich hier auch mal 7 Narren, was die Attraktionen angeht. Ja. Achterbahnen kommt, glaube ich, als nächstes. Jawohl, ja, haha. Also, sie machen natürlich Spaß und ich habe auch gemerkt, er hat Spaß daran, jetzt hier mal so einen richtig rauszuhauen. Und die beste Achterbahn war... Welche war nochmal die beste? Ich glaube, die hier, ne, sogar. Hier, mit dem, ne? Ich glaube, das war die beste, fand ich. Achterbahn gebe ich 5 Narren. Der Rest wird leider abgezogen. Also das ist am Ziel vorbei. Die Wasserachterbahn war das Schlimmste, was ich lange Zeit erleben durfte tatsächlich. So, Themengestaltung. Ich finde, der hat's halt raus.
sieht schön aus. Ja, viele Sachen sehen richtig gut aus. Gibt ein paar Screenshot-würdige Momente in diesem Park, definitiv. Andererseits, wie gesagt, Stützen nie verdeckt. Da fehlt dann der letzte Schliff. Der letzte Schliff, der fehlt, auch bei den Achterbahnen. Die ganzen Stützen, dieses Stützthema, das macht so viel kaputt. Ja? Deswegen gebe ich jetzt mal in Sachen Theming auch 7 Narren. Da ist noch viel, viel zu machen. Definitiv. Aber wie gesagt, er hat auch seine schönen Momente. Definitiv. Ja, Leute, Spaß. Ihr habt mich lachen hören. Ihr habt mich fluchen hören. Da kann ich ja nichts anderes geben als 10 Narren. Also ich hatte mega viel Spaß. Ja, es war einfach witzig. War eine witzige Parkshow, würde ich sagen. Die fällt unter witzig. So wie damals das Doverland. Was übrigens von allen Parkshows zusammen die meisten Views hat. Parkshow Nummer 29 hat die meisten Views mit Abstand. Weil das in Japan wohl mega krass ankam, diese Parkshow. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß es nicht. Wir schreiben noch ganz viele. Ihr müsst mal gucken. Parkshow Nummer 20. Guckt mal in die Comments. Was ist da los, liebe Leute? So, Gesamtbewertung würde ich sagen, nehmen wir jetzt die 7. Die hatten wir jetzt recht häufig. Und damit sind wir dann auch durch hier. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei der Parkshow. Und dann geht's weiter. Ich sage tschüss, bedanke mich bei euch und sage, haut rein, passt auf euch auf. Euer Brilli.